Hallo und willkommen, ich bin Samka 3 und das ist mein kleines Video nur, eigentlich nur für Leute, um zwei genau zu sein, die mir Fragen gestellt haben und da ihr vielleicht festgestellt habt, dass ich teilweise relativ lange Antworten geben möchte, eigentlich unten im Comments-Bereich bei YouTube, habe ich mir gedacht, mach mal lieber ein Video davon, bevor ich bei jedem jetzt eine halbe DIN A4 dahin tackere. Und vor allem, weil die ja unbedingt mal mein Inventar bzw. mal die Skills und vor allem die Perks von meinem Nighthawk sehen wollen. Ja, und wisst ihr was, dann machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Erstmal fangen wir mal vorne an. Perks. Gehen wir erstmal Perks. Lasst uns Perks gehen, gucken, gehen. Da würden wir mal so sehen. Ich habe jetzt übrigens auch mal einen Recluse auf Maximum gespielt. Deswegen ist das auch für mich doppelt interessant, hier mal reinzugucken wieder. Weil ich habe hier schon länger... Oh, ich habe hier schon länger nicht mehr reingeguckt. Ja. Also Dinge, die ich auf jeden Fall haben möchte. Der Special von ihm auf Maximalstufe. Warte mal, der ist gar nicht schlecht, oder? Headshots reduces enemy movement and attack speed 25%. Normal additional headshots have standard targets. Das heißt, beim Worten, ich tue quasi, wenn man so will, dem Gegner debuffen. Das heißt, man, der wird 25% langsamer mit seiner Bewegung als auch mit seiner Angriffsgeschwindigkeit. Und wenn ich ihn nochmal an Kopf, also nur bei Kopftreffern wohlgemerkt, und wenn ich nochmal danach ihn in den Kopf schieße, dann habe ich eine 25% Chance. 25%, 25% Chance, ah, ist ein bisschen niedrig, egal. Dann könnte der betäubt werden. Also hätte ich einen vierseitigen Würfel, da hätte ich also. Da müsste ich jetzt, sage ich mal, bei vier. Ja, den gibt's. Aber vierseitigen Würfel, sag ich mal, eine 1 würfle. Und danach müsste ich, wenn ich das geschafft hätte, nochmal eine 1 würfeln. Dann hätte ich den betäubt. Ja, also ich würde mal sagen, beim Scharfschützengewehr wird das ein bisschen schwieriger. Geht natürlich. Aber ich sage mal, das wird ein bisschen schwieriger. Aber okay, das könnte ich theoretisch einbauen. Oh. Oh, jetzt habe ich noch 3, ich habe noch 4 Punkte über fürs Maximum. Weil eigentlich möchte ich lieber das hier einbauen als das, beziehungsweise ich wollte eigentlich das daraus. Also, was ich bis jetzt eingebaut habe, sollte ich vielleicht mal damit anfangen, bevor ich jetzt irgendwie mich hier schon wieder verliere und geht raus. Kann ich das rausnehmen wieder? Geh raus. Geh Changes. Machen wir so. Gucken wir erstmal, was ich habe, bevor ich mich wieder dran verliere, weil ich gerne einbauen will. Also, was habe ich reingetan? Dinge wie... Was glaubt nur der Nighthawk benutzen kann? While not acquired by a sin. Ach genau, dass wenn ich, bevor quasi der Gegner mich sozusagen bemerkt hat, mache ich 30% mehr Schaden mit meinen Schüssen auf den. Also mit dem ersten eigentlich, nur weil dann hat er mich ja bemerkt. Oder er ist tot. Was ihr in meinen Videos hier und da einmal gesehen habt, da fallen die Typen einfach mal so um. Und wenn ich dann nachträglich auf andere schieße, die mich schon bemerkt haben, dann ist der Schaden deutlich niedriger, wegen den 30%, die halt da fehlen vom Schaden. Beim ersten Treffer. Gut, das ist ziemlich gut, gerade beim Nighthawk, weil er ja durchaus davon lebt, dass er mit einem Schuss die Gegner umbringt. Deswegen ist das schon ganz gut. Headhunter habe ich mir reingetan. Das kriegt man vom Recon Level 10. Also, was war das hier? Das kriegt man als... Ich glaube, das kriegt man einfach so. Man muss einfach Nighthawk sein, dann kriegt man das Ding so vor die Füße geschmissen. Und dann Headhunter. Man macht 10% Schaden mehr, wenn man Kopf trifft. Das macht viel Sinn, wenn man den Kopf beschießen möchte. Und dann habe ich noch reingetan sowas wie hier. Alle deine Kugeln machen 5% mehr Schaden. Das Ding übrigens ist jetzt für den... wer ist er gleich nochmal? Der andere. Der Raptor. Raptor ist ziemlich uninteressant, weil er hat keine Kugeln. Er benutzt die Energiewaffen. Deswegen, da das hier für Kugeln ist und ich Kugeln hier mit dem Nighthawk ja benutze, kriege ich die 5% um extra Schaden. Generell. Das ist schön. Den ganzen Rest habe ich eigentlich außen vor gelassen, weil ich mir sagte, ich bin der Typ, der hinten angeschlichen kommt und Leute in den Kopf schießt. Habe ich mir jetzt gedacht bei ihm. Ich meine, das ist der einzige Sniper von allen Aufklären, der das so hinkriegen kann vor allem. Was haben wir hier noch für Moves? Freigeschalten? Ne, das ist Arsenal. Das ist Nighthawk. Nighthawk, das wäre... Ja, da habe ich gedacht, wofür? Weil die Schleichfähigkeiten... Schleichfähigkeiten... Der Cooldown wird reduziert. Da habe ich gesagt, dann ich schleiche aber nicht so viel. Was war das gerade für eine Animation? Egal. Dann Hitters möchte ich eigentlich noch gerne haben, generell, weil das sind nämlich 10% Schaden gegen alle humanoide Ziele. Jo, will ich. Wie? Was? Oh, ihr seid so tot. Ich habe mich noch gerade gefragt, warum das so hinterleuchtet. Weh, du gehst hoch. Okay.
Oh, scheiße. Das war jetzt auch... Aber wen ist er rausgelaufen? Ja, das Video wird gerade ein bisschen länger, habe ich den Eindruck. Eigentlich wollte ich nur was erzählen, aber hier, die haben es jetzt gerade verschissen. Oh, ihr seid so reif. Ihr seid so tot. Erstmal die Kanone anmachen. Niemand geht in meine Prison Watch rein und überlebt das. Ihr Schweine. Oh. Da ist übrigens die Animation vorne wegen dem schneller Schießen, aber da gehe ich mal gleich drauf ein, wenn ich mich hier. Wenn ich die ausradiert habe. Vielleicht kürze ich das Video auch, vielleicht bis ich gewonnen habe, das ist vielleicht kürzer und einfacher. Und ich zeig's einfach alles. Bam! Was ist das, Junge? 15.000 Schaden ist aber nicht schlecht. Oh, da liegt was. Das will ich haben. Danke. Bam, Junge. So, bisschen schneller bewegen, bisschen schneller die Köpfe wegschießen, dann klappt die Sache auch, wie sie soll. So, haben wir es bitte jetzt geschafft oder kommt jetzt gleich noch jemand mir entgegen, während ich hier was erklären will? Hm? 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 Jungs, ich jetzt mal. Ich wollte noch was zeigen hier. Sehe ich schon, das Video muss ich womöglich noch aufteilen, wenn das so weitergeht. Hammert jetzt, war das Event hier, das hier stattgefunden hat. Nein? Also es war wirklich einfach nur ein, vom Spiel so ein... Screw you, MK3, ja? Hm? Hm? Okay, geh mal. So, zurück zu dem, was ich euch erzählen wollte. Erstmal reparieren. Okay, reparieren und wiederbeleben ist zu teuer hier. Egal. Gott. Nein, nein. Hä? Wieso? Hä? Moment mal. Hä? Ich bin... Ich hab doch nicht einen Typen gewechselt zwischendurch. Hier. Da war wieder Nighthawk jetzt. Was war das denn gerade? Ist das normal? Ich hab doch ein... Jetzt kommen hier Sachen auf einmal. Wechsel zwischendurch meinen Typen einfach. So. Kann ich wieder nochmal reparieren? Nein, ist alles okay. So, jetzt läuft alles. Das war jetzt gerade sehr seltsam. Nicht nur, dass Typen in der Mist bohnen oder dass es ein Kampf war und ich nicht mehr Erfahrung dafür gekriegt habe extra, sondern ich habe aus Versehen auch noch mein Battleframe gewechselt. Ich meine, nicht mal aus Versehen. Ich meine, da hinten ist das Ding so wechseln, nicht hier. Gut, dass ich das aufgenommen habe, sonst würde mir das kein Mensch glauben. Egal. So, jetzt gehen wir noch zum Perks. Perks. Perks, Perks. Zu den Perks, die ich genommen habe. Ein neuer. So, jetzt hier waren wir ja noch zuletzt gewesen. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Den möchte ich gern haben. Humanoide abknallen. Wobei, nein, ich wollte erst erklären, was ich genommen habe. So. Dann habe ich das hier mir genommen. Das, was ich... Sure Shot ist eigentlich auch eine Sache, die ich durch Nighthawk gekriegt habe. Die ich fast wieder loswerden möchte. Das ist nämlich hier dieser große... was ist das für eine Farbe? Violett? Irgendwie so eine Farbe. Hier ist dieses Riesending auf jeden Fall. Was mich hier 5 Pack-Punkte quasi kostet. Weil das soll... Um es genau zu sagen, ich habe eine 10% Chance... 50% schneller zu schießen. Für 3 Sekunden. Aber das kann nur... alle 7 Sekunden auftauchen. Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber genau so steht's da. Also 10% Chance, 50% schneller zu schießen, das für 3 Sekunden lang, kann aber nur alle 7 Sekunden einmal passieren. Irgendwie sowas. Und natürlich hat man immer noch, muss man erstmal dorthin kriegen, weil man muss der Waffe ja noch geschossen haben und jemandem... Ah ja, genug. Man muss einem Ziel Schaden gemacht haben, damit das überhaupt aufschlägt. Genau, das ist die 10% Chance, genau. Und dann geht das los. Das ist an sich nicht schlecht, nur ich habe immer Pech. Ja? Ich persönlich habe immer Pech. Das Ding... löst dann aus, habt ihr vielleicht in den Videos auch mal gesehen, das Ding löst immer genau in der Sekunde aus, wenn ich am Nachladen bin. Und daher das Ding hier, das Scharfschützengewehr, glaube ich, hat normalerweise eine Kapazität nur von 4, glaube ich. Ja. Und ich habe extra ein Modul, sondern deswegen hat es 5. Das heißt, beim Wort, man kriegt das selbst mit dem besten Modul auf wie viele Schüsse? 7. Mal um kurz zu sagen, ist indiskutabel, weil das ist zu kurz. Das ist in meinen Augen Blödsinn, vor allem wenn das immer die letzten Schüsse nur sind. Und dann bin ich im Nachladen, dann sage ich mir, so ab 10 Schüsse plus, ich sage jetzt mal, weil ich habe es bei anderen schon mal eingebaut. Das Schöne ist, diese Perks kann man ja auch für andere Klassen durchaus nehmen. Das hier im Tiger Claw, der geht sowas von ab, vor allem wenn er dann auch sagt hier, hurra, hurra,
Weil das sind ja 50, oh man, das ist 50% schneller schießen und dann auch hier sein Overcharge, wo er sagt dann, yes, noch mehr, noch schneller schießen. Dann hat er plötzlich eine Schnellfeuerkanone als Plasma allerdings. Dann sagt er so, dumm, 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 dumm. Ja, und macht da die Löcher Gegner wie das Gewitter. Und das kann der Scharfschütze leider so nicht, weil er zielen muss ja und zwischendurch sich bewegen und dann bringt das Ganze irgendwo nichts. Es sei denn, man steht irgendwo ganz, ganz weit hinten und sagt dann, okay, ich kann jetzt die ganze Zeit einen Knopf drücken, aber das funktioniert ja auch nicht, weil man zwischendurch nachladen muss. Also meines Erachtens ist der Perk ein bisschen schlecht für mich, weil ich einfach Pech habe. Also zumindest merke ich, dass ich Pech habe ständig. Und vor allem, wenn man als Scharfschütze rumvegetiert, man hat so einen gewissen Rhythmus, in dem man schießt und dieses Ding reißt dann da ziemlich raus. Gerade wenn man immer so ein Zap, Zap, Zap. Ja, ich weiß, man würde mehr Schaden machen, denn 50% schneller schießen ist schön, aber für mich ist das Ding nichts. Ich würde das wieder rausnehmen, da würde ich womöglich andere Sachen reintun, nämlich den Sachen, die ich unten freigeschaltet habe. Achso, ja, der letzte Skill hier unten ist der Chosen Achievement Perk. 10% mehr Schaden gegen Chosen. Macht immer Sinn. Chosen wollen wir immer umbringen, deswegen pff, dabei. Kostet ja eh nur einen Punkt, deswegen. Also womöglich würde ich jetzt hier das hier rauskaspern wieder und dann einen von den Sachen mir holen, die ich nämlich hier reingetan habe. Nicht das unbedingt, ne doch, das ist nicht unbedingt schlecht, das mit dem langsam machen. Da ich hier immer Kopfschüsse mache, die Gegner dann schlechter mich angreifen können und die Chance darauf, die zu betäuben danach, wäre nicht schlecht. Wäre echt nicht schlecht, glaube ich, ist eine gute Idee. Gerade bei stärkeren Gegnern oder, gut, bei Bossen wird das nicht funktionieren, also irgendwelche Instanzbosse, also jetzt nicht hier in hier BWA, also hier im Black Water Anomaly, das wird nicht funktionieren. Also nicht dieser Endgegner, der Riesenrobber am Ende sagt dann, haha, Junge, jetzt hast du mir aber hier einen Kopf geschossen und jetzt hört. Nee, das wird nicht klappen. Was ich auf jeden Fall noch haben will, ist das hier auch nicht. Das ist für andere Charaktere gut. Das ist der Engineer, was er freigeschaltet hat, das ist Quark. Hey, dafür habe ich eigentlich den Recluse, also die Einsiedlerspinne, raufgespielt. Damit habe ich jedes Mal, wenn ich Schaden mache, also 10% Chance dann wie immer, dass der nächste Schuss 150% mehr Schaden macht. Wo man sich denkt, als Scharfschütze, bitter. Problem ist natürlich, im Endeffekt, wenn man Glück hat, das werde ich also nicht haben, aber generell, wenn man Glück hätte, Sniper-Schuss als erstes mit 30% extra Schaden und wenn man Glück hat, wird das getriggert, also löst es aus und der nächsten Schüsse kommen mit 150% Schaden an. Was ich nämlich gesehen habe schon, weil ich es schon ausprobiert habe in einer anderen Klasse, das Ding funktioniert nicht, wie es da steht. Das ist nicht der nächste Schuss macht 150% Schaden, sondern das ist ähnlich wie mit diesem Skill, den ich hier oben schon mal angemeint hatte. Der mit dem, wo haben wir es, den ich rausschmeißen wieder will, hit him hier. Das hält ein paar Sekunden, dieses mehr Schaden machen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist fesch. Natürlich bei Waffen, die noch schneller schießen, wäre es noch interessanter eigentlich. Aber ich glaube, da kann ich vielleicht so lange, wie ich es geguckt habe, ich glaube, das hält... Ja, vielleicht 3 oder 4 Sekunden vielleicht, dieser Effekt hier von dem Perk, zumindest wie ich jetzt gesehen habe. Und das wäre beim Scharfschützen, also das ist effektiv 50% mehr Schaden obendrauf, da muss ich sagen, bam. Also damit würde ich mal wirklich alles einen Kopf kürzer machen. Aber wisst ihr was, ich schmeiße mal hier rein. Ich will ihn ja eh benutzen, deswegen können wir ja ruhig mal benutzen. Also, okay, ein bisschen doppelt gemobbelt gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir das Ding mal mit. Gehen wir das Ding mal kurz mal testen. Ja, ich weiß, ich will noch zeigen, was im Inventar ist. Ja, kein Problem. Und die Ausrüstung kommt auch noch. Kein Problem. Lass mich kurz einen Gegner finden. Wenn er dann schneidet, hat er mich hier raus. Oder meinen komischen Intermezzo muss ich dann rausschneiden, weil der Video wird jetzt schon wieder unglaublich lang. Ich wollte doch nur was zeigen. Ich wollte doch nur kurz... Ich meine, jetzt würde ich sagen, ja, lass doch laufen. Ja, aber das ist Downloadgeschwindigkeit. Ich muss es raufladen, das Video auch noch. So, mal gucken hier die Typen jetzt. Aber ruhig, ruhig. Und bleib mal stehen, ihr Pappnaht. Bleib doch mal stehen. Ja, nein. Raus, und dann, wenn ich mehr Kontrolle habe. So. 12. 12. Hat das ausgelöst? Nein. Sonst würde ich so eine Animation nämlich vorne sehen. Nicht eine wie von dem schneller schießen, sondern so eine. Da leuchtet die Waffe irgendwie vorne blau, wenn der Effekt auftritt. Aber 12.000 ist schon ziemlich geil. Nachladen. Rauszoomen. Bei mir habe ich nämlich so ein Problem. Es laggt immer ein bisschen bei mir. Also nicht laggt, aber ich habe quasi. Ich weiß nicht, ob meine Grafikkarte irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, aber wenn ich jetzt richtig reinzoome und da mich bewege, kann das sein, dass das unglaublich am Ruckeln ist. Nur so kann ich schon mal schießen. Das sehe ich auch an den Framezahlen, die erbarmungslos im Keller gehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie zoom. Was ist das denn? Ich sehe es nicht. Habe ich es jetzt aktiviert? Nein. Ich muss irgendeinen Gegner finden, der halbwegs was aushält. Ui!
Ey, pass mal auf, wo du deine Echsen hinwirfst, hä? Hm? Gerade die guten Gegner haben eine sehr interessante Physik, mal einfach, wo die schon einfach fliegen. Ah, Leute. Du! Na, du bist sofort tot. Scheiße. Du da! Jetzt aber. Bleib mal stehen. Nein, du bist sofort wieder tot. Das ist doof. Mensch. Ich könnte so. Könnt ihr mal sterben, bleiben. Sterben, wenn ich euch sehe. Ah, jetzt leuchtet's. Ah, jetzt. Yeah. Nein. Jetzt. Und jetzt war noch schneller schießen gedroppt. Oh, okay. Ah, okay, jetzt ist schwer vorbei. Ja, man hat es vielleicht kurz gesehen. Ich habe dann 10.000 auf den gemacht, anstatt von. Wie viel macht der nicht nochmal? 7. Ja, das merkt man schon. Den Unterschied merkt man. Außer also, das schießt auf seinen Kopf. Weg. Ist er bloß noch kommt von oben was runtergesegelt gerade. Was passiert denn hier gerade? Sampa? Okay. Und? Field Mission. Welche Field Mission war das gerade? Ich? Egal. Ich nehme alles mit. Mein Gott. Ich habe dafür in dem Moment so wenig gekriegt. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Vielleicht, weil ich vorne hier rumstand. Kann nicht sein. Egal. Ja. Also nee, der Skill ist eigentlich den, den ich unbedingt haben wollte für den Sniper, weil, ne? Da. Oh ja, guck mal her. Nein, nicht an die alle auch. Nee, nicht. Ach, ja, das schieße ich mir schnell. Das ist schneller schießen, das ist schneller schießen. Das ist nicht, weil ich suche. So habe ich noch nie sterben sehen. Okay. Was? Noch ein? Oder warte mal, lasst mich raten. Ich habe eben. Das ist vielleicht von vorhin noch, wo ich nichts gekriegt habe danach. Vielleicht das die Death Squad war das. Vielleicht hat irgendwo einer festgehangen und der wurde gerade gekillt von irgendeiner. Ich dachte nämlich, hey, die Echse kann doch niemals ein Death Squad gewesen sein. Das wäre eine interessante Death Squad. Mario Death Squad hier. Cooper Trooper oder was? Okay, wisst ihr was an der Stelle? Ich gebe einfach auf. Weißt du, es ist. Ich finde niemanden, worauf der lang genug überlebt. Und ich meine, ich habe eine Waffe von Level 24, aber ich krieg keinen Gegner gefunden, der die Schüsse von dem Ding überlebt. Und wisst ihr, warte, Level 40er. Ihr seid scheiße, wenn ihr das nicht könnt. Ey, egal, komm. Ich bin halt Scharfschütze. Das macht halt zu viel Schaden auf die Jungs. Soll ich schämen, Level 40 euch zu schimpfen, ihr Pfeifen? Na gut. Ah, ne, halt, bevor ich mich oben hinstelle und auf irgendwas warte, stellen wir uns wieder mal hier hinein. Hoffen, dass jetzt niemand hinter uns spawnt. Oder? Gut. Ne. Gucken wir mal hier an. Also die Idee ist schon gewesen von mir, von vornherein, dass ich jetzt diesen Perk unbedingt haben wollte, wegen dem zwischendurch mal 150% extra Schaden. Wie gesagt, ist mir lieber als dieses Hurra, Hurra, ich kann ein bisschen schneller schießen. Und dann nehme ich womöglich den mir noch dazu. Wie der wirkt oder wie toll er ist, keine Ahnung. Aber das wäre mal zumindest eine Idee. Der ganze Rest, den ich mir so freischalten konnte, zumindest für das, was ich jetzt spiele, war mir nicht wichtig, weil meiner sollte eher so der echte Scharfschütze. Wisst ihr, der Typ, der eigentlich nicht unbedingt viel rumläuft, dann irgendwo sich hinstellt auf eine erhöhte Position und dann sagt dann, du da hinten, bam, tot. So, dieses Teil wollte ich halt nachbauen. Und im Ernst, der Nighthawk ist der Einzige, der das wirklich ernsthaft hinkriegt, um jetzt nicht Dauerfeuer zu geben in der Knarre, sondern wirklich nur ein, wie sagt der amerikanische Schwatt, oder ist das ein englischer, ist mir egal. One shot, one kill, ne? Also ein Schuss, ein Toter, ne? Und das funktioniert halt nicht unbedingt mit dem Raptor. Also nicht so gut. Ich meine, das hat eine richtige Knarre, die Munition benutzt. Man hört auch dieses tolle Geräusch. Ne? Dieses Geräusch von einer Patrone, die auf dem Boden fällt. Deswegen, das ist ein gewisser Stil-Vorteil. Ich habe gerade keinen Schuss verbraucht. Interessant. Wie dem auch sei, checken wir mal jetzt endlich mal das Inventar. So, was habe ich hier so rumliegen? Ich habe